Smaragdeidechsen bevorzugen sonnenerwärmte, süd-südwest- und südostexponierte Lagen. Genau das, was der Bobberdamm reichlich zu bieten hat. Mit der freundlichen Unterstützung unseres Landesbiologen Dr. Peter Saund gelang es uns, einige Exemplare zu entdecken und für euch zu filmen. Dafür vielen Dank, Peter. Besonders geeignete Lebensräume für Smaragdeidechsen sind beispielsweise vergraste Weinberge, trockene Waldränder, Ginsterheiden, Brombeerdickichte, Bahn- und Wegdämme und schüttere Streuobstwiesen. In Smaragdeidechsen-Habitaten sind häufig Ansammlungen von Steinen mit erreichbaren Lückensystemen, zum Beispiel Lesesteinhaufen und Trockenmauern, zu finden. Die tagaktiven Tiere nehmen insbesondere morgens und abends ausgedehnte Sonnenbäder. Ansonsten klettern sie nahrungssuchend im Pflanzengestrüpp umher. Bei Gefahr huschen sie sehr flink in schützende Vegetation sowie in Spalten und Höhlungen. Die westliche Smaragdeidechse Lacerta bilineata ist eine große europäische Eidechsenart mit grüner Grundfärbung. Es handelt sich um eine große, aber dennoch recht schlank wirkende Eidechse mit einem spitzen Kopf und einem insbesondere bei den Menschen recht langen Schwanz. Sie werden insgesamt bis zu 40 cm lang. Die Extremitäten sind im Verhältnis zum Rumpf relativ lang. Exemplare aus Deutschland sollen besonders durch ihre langen Hinterbeine auffallen. Der Rücken und große Teile des Körpers sind bei beiden Geschlechtern hell bis dunkelgrün. Die Grünfärbung entsteht allerdings erst allmählich im Laufe der ersten Lebensjahre. Die Jungtiere erscheinen meist in Brauntönen.